Ja, schön. Dead Space hatte auch ein Update. Mal gucken. Ich musste gerade die Oilers wieder neu bestätigen. Und dann nutze ich die Ladezeit doch einfach mal, um hoppla, Hallo auf YouTube zu sagen. Hi. So, mal gucken. Wegen der Kamera, gerade schon eingangs erwähnt in dem neuen Stream. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Ne? Ja, Dead Space. Letztes Mal hatten wir tatsächlich drei Kapitel gespielt. 8, 9 und 10, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und dann habe ich ja auch noch versprochen, dass wir auf den neuen Anzug sparen. Hab dann noch zwei Nebenmissionen gemacht. Ich glaube, das waren die letzten beiden. Ich glaube, wir haben jetzt alle Nebenmissionen fertig. Genau, Kapitel 11, offene Wege. Und ich glaube, wir haben das Geld auch schon für den neuen Anzug zusammen. Das habe ich natürlich dann nach den Nebenmissionen nicht mehr gemacht. Einfach weil ich versprochen habe, das den nächsten Stream zu machen. Der nächste Stream ist ja jetzt. So. Aber jetzt müssen wir, ich kann mal kurz gucken. Das Geld, glaube ich, zusammen haben. Ja, 65.000. Ich glaube, 60 auf 65 war das auch. Und wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier irgendwo sieht. Ich meine es zumindest. Schlüsselelemente hier vielleicht. Ja, hier genau. Ich glaube, wir haben alle Rigs zusammen, die es gibt. 7, 8, ich glaube 8 waren das, ja. Und damit haben wir auch Master-Überbrückungscode. Das heißt, wir können jetzt alles öffnen. Natürlich sind wir am vielen schon vorbeigeschlittert. Da, wo wir das noch nicht hatten. Und das schreit ja danach, NG Plus ein neues Spiel zu machen und dann dort alles zu holen. Das werde ich ja wahrscheinlich offline machen. Ich werde das wohl nicht zweimal streamen, denn ihr nötigt mich damit irgendwie. So, was machen wir denn hier? Schwarz-weiß und transparent, würde ich sagen, ne, oder? Ja, ich glaube, das lassen wir so, ne? Ich könnte eigentlich bei der Kamera noch ein bisschen ranzoomen, aber pff, ist so eigentlich shit egal, ne? Wir lassen das jetzt so. Wenn es jemand extrem stört, macht eine Petition, schreibt uns in die Kommentare oder in den Chat. Und dann gucke ich mal, ob ich das ändere, wenn ich Lust habe. So, wo müssen wir hin? Da lang. Ich muss mal kurz hier. Mensch, was? Ich habe hier auch alles irgendwie verstellt. So. Oh. Irgendwie scheint dieses Spiel immer düsterer zu werden. So. Genau, wir sollten. Oh, den Marker? Guck mal da, guck mal, ja. Erwischt. Ja, und wir. Hier ist doch noch irgendwo einer. Wir sollen den Marker, der jetzt in den Frachtraum gezogen ist, da ist er, gezogen wurde, zurück zum Planeten bringen. Das auch schon machen hier? Jawohl. Warum kann man das von hier oben schon kaputt schießen? Ich weiß es nicht, aber ich mache das einfach mal. Hauptsache, wir haben unten auf der Schnelltaste unseren Flammenwerfer gegen die kleinen Viecher. Jetzt ist nochmal eine Werkbank. Jetzt hätte ich mir eigentlich doch eher einen Shop gewünscht, um das Versprechen mit dem Anzug einzulösen. Haben wir den hier zurück vielleicht eingehabt? Haben wir das da geöffnet? Nee, das ist ja auch hinter uns, ne? Shop, Shop, Shop. Shop ist auch da. Wir könnten mal eben gehen. Komm, wir machen das mal eben. Wir holen uns mal eben den neuen Anzug, weil ich jetzt nicht weiß, wo der nächste Shop ist. Wenn der gleich hier hinter der Tür ist. Boah, hier ist aber auch ein Booster. Genau. Dann kann ich das gleich einlösen. Ich mache das Spiel mal ein bisschen lauter. Ich hasse zu leise Spiele. 60.000, genau. Können wir denn eigentlich noch irgendwas verkaufen? So Stase oder so? Nee, ne? Im Gegenteil, ich sollte vielleicht mal Heilung kaufen. Aber erstmal das Wichtigste. Und einen heißen Kaffee dazu. Bis gleich, Isaac. Ja, damit hätten wir den Anzug. Ich weiß gar nicht, Stufe 4 oder was. Ein Medikit haben wir noch. Das muss reichen. Ja, ich kaufe vielleicht ein paar zu wenige, ist egal. Ist egal, wir machen das so.
kann mal kurz gucken, wo es ein bisschen heller ist. Dann können wir uns den auch nochmal angucken. Da lang, gut. Was war auf der anderen Seite? Gut. Nichts. Also da den Raum, den hatten wir schon, war hellblau. Hellblauer ist, wir waren schon da. Jetzt können wir uns mal kurz den Anzug angucken, wenn Isaac sich nicht umdreht. Ja, ist jetzt nicht so großer Unterschied. Aber wir wissen ja, er bringt uns mehr Trefferpunkte. Genau, Level 5 sogar. Ja, und dann haben wir noch 3 Knoten. Ich werde das auch wieder in den Anzug einsetzen. Wobei, er hat nicht noch mehr Trefferpunkte. Ich glaube, er hat grundsätzlich eine höhere Trefferpunktezahl, hatte ich gelesen, letzte Aufnahme. Aber wer die nachgucken will, die Streams landen immer komplett ungekürzt auf YouTube und nach an auch bei manchen Spielen als Einzelfolgen. Wir versuchen bei YouTube das dann auch nach Spiel zu sortieren. Aber wer auf YouTube das jetzt sieht, der weiß das ja schon. Er hat es anscheinend schon gefunden. Irgendwo lauert hier doch noch einer. Show yourself! So. Sonst irgendwas hier? Lassen. Wahrscheinlich überrascht er uns jetzt hier direkt. Er muss doch hier irgendwo in der Nähe sein, man hört es so. Steckt der Bengel? Naja, looten wir erstmal hier die Sachen. Da waren nochmal Credits ein paar. Okay, aktiviere den Frachtkran. Dann gucken wir uns also erstmal hier um. Oh ja, super. So, gegen die hilft übrigens auch super der Flammenwerfer. Der hat eingespuckt. Ach ja, da. Genau von meinen Füßen. Komm. Ist er nur eingeworfen? Ja, das reicht auch. Sehr gut. Den haben wir schnell runtergekriegt. Was ist das denn hier für eine Kiste? Masterüberbrückung, jawohl. Waffen-Upgrade, cool. Energiekanonen-Upgrade. Das ging auch, ne? So, da hinten ging es auch noch lang. Was haben wir da denn? Da sind noch irgendwelche Kisten. Ich weiß noch nicht, wie rum wir gehen müssen. Da ist wieder der Hinweis auf den Peng-Schatz. Ist hier noch irgendwas hinter? Ja. Da liegt noch einer. Hier ist noch eine Kiste, sag ich schon. Ein Schrank hinter. Da. Ja. Was vibriert hier so? Auf dem Spind sind auch lauter Peng-Aufkleber. Aber hier ist der Peng-Schatz versteckt. Gut, das Poster ist ja häufiger überall, aber die Aufkleber waren jetzt neu. Ja, es gibt immer Peng. Finde den Peng-Schatz. Das war ein Zufall. Wir haben ja schon häufiger diese Kisten zur Seite geräumt, um dahinter Spinte oder Kisten zu öffnen. Das ist ja cool. Ich glaube aber beim Originalspiel von 2008 war der woanders versteckt. Ich meine nämlich in der großen Abflughalle unten in den Gleisen oder so. Meine ich auf jeden Fall. Aber geil. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was man damit machen kann, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht mehr, was wir früher damit gemacht haben. Ist ein Dollarzeichen dran. Wertvoll. Ein seltsam faszinierendes Artefakt aus der Vergangenheit. Verkaufe es im Shop, um Credit zu erhalten. Also kann man damit nichts machen. Okay. Ich weiß nicht mehr, ob das im letzten Teil, in dem Originalteil anders war. Aber ich glaube auch nicht. Kann mich nicht erinnern. Das sieht ja echt cool aus. Also wäre das nicht ganz so buggy, würde mir das Remake wirklich 1A gefallen. Ist das die Lastkransteuerung? Brückensteuerung. Ja, ich drücke erstmal nichts. Ich gucke mich hier erstmal um und loote alles. Ah, alles klar, AK, alles klar. Viel Spaß im Look und ja, viel Spaß oder Erfolg beim Einstellen der Kamera. Sag, bei mir muss sich nur die alte quasi neu einstellen, die alte Kamera. Ist keine neue gewesen. Du hast eine neue, okay. Ja, muss manchmal sein. Muss manchmal sein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nächstes Mal einfach gar keine Webcam und Streaming-Cams mehr nehme, sondern einer aus dem Video-Foto-Zubehör. Wobei die Dago und ich jetzt verwenden, wir haben dieselbe. Nein, wir haben die gleiche, nicht dieselbe.
Die ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Gegenüber den Schrott, den wir vorher von Logitech hatten. Logitech ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das haben wir jetzt bei vielen Sachen festgestellt, leider. Naja. Das ist die Frachtsteuerung, okay. Da hinten war die Brückensteuerung. Gucken, was die Brückensteuerung macht. Juhu, nochmal ein Medikit. Das können wir eigentlich nehmen. Uns fehlt nämlich was. Ich mache es aber lieber manuell, weil uns fehlte nur ein Punkt. Ich habe immer noch die Fürchtung, dass er manchmal das Falsche nimmt dann. Credits nochmal. Jawohl, nochmal Halbleiter. Es gibt nochmal Kohle. Weil wir den Anzug ja schnappen. Vielleicht gibt es ja noch einen teureren Anzug. Mal gucken, was hier noch ist, bevor ich zur Brückensteuerung gehe. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Brückensteuerung direkt starten müssen oder erst eben den Frachtkran. Und warum sind hier überall diese Stase-Dinger? Ich nehme das hier mal mit, weil das so weit abseits liegt. Jawohl, noch ein Knotenpunkt. Nice, den können wir dann auch in den Anzug einsetzen. Normalerweise liegen die Dinger relativ sinnvoll platziert, wenn man sie dann auch braucht. Ich muss mal gucken, ja, ob ich meine Lüftung angeworfen habe, die große. Ah, MX Brio geholt von Logitech. Okay, ja. Wie gesagt, wir waren ein bisschen enttäuscht von den letzten Varianten. Die kenne ich jetzt aber noch nicht im eigenen... Also ja, ich kenne sie, aber nicht im eigenen Test. Okay, da kann man einfach nur das Ding hochklappen. Ich hoffe, die ist was, ja. Wie gesagt, die haben wir noch nicht getestet. Wir sind jetzt erstmal ganz zufrieden, aber wie ich gerade eingangs schon sagte, oder vor ein paar Sätzen, wir überlegen dann das nächste Mal einen aus dem Videozubehör richtig zu nehmen. Aber mal gucken. Bisher sind wir ganz zufrieden. Das geht eigentlich mit der Kamera ganz gut. Ich bin heute etwas wild auf dem Kopf. Meine Friseurin ist leider erkrankt und der Chef persönlich hat die Haare geschnitten. Und wie wir immer so wissen, Chefs sind nicht unbedingt fachlich die Besten in einer Firma. So, jetzt habe ich nicht zugehört, was die Tante hier gequatscht hat. Ach, wird geborgen. Boah. Okay, warte. Boah, den habe ich gar nicht gesehen. Ah, leck dich doch. Boah. So, die Energiekanone ist einfach der Wurstbrumme hier, ey. Müssen wir jetzt was mit der Kransteuerung machen? Ah, da hat er ihn doch schon. Boah. Boah. Alto Bello. Na, kommt schon. Grill Party. Da. Nein, geh weg! Weg, weg, weg! Isaac! Du musst etwas schneller reagieren. So, können wir jetzt mal uns um diese Scheißdinger kümmern? Ja! Das Ding jetzt weg? Weil dann müssten wir... So, jetzt kommt er nicht da lang. Müssen wir dann nochmal eine andere Waffe auswählen, weil jetzt ist der Plasma-Cutter leer. Was? bin auch wild auf dem Kopf, alles wieder abrasiert. Ich muss Glatze tragen. Ja, ich hab's mal probiert. Es steht mir einfach nicht. Vielleicht zu fetter Kopf. Aber auch als ich noch weniger Gel und drauf hatte, war das irgendwie nicht meins. Von der Kopfform her. Ansonsten ist das echt praktisch, muss ich sagen. Spart auf jeden Fall auch Geld. Oh.
komm schon. Okay, da hat er uns erwischt. Das heißt, ich muss ein paar dickere Bomben nehmen, glaube ich. Diese mit diesem kleinen Impulsgewehr und so, da kommt man jetzt, glaube ich, nicht so weit mit. Ich habe mich vom Chat ablenken lassen. Nein, alles gut. Ja, schauen wir mal. Was? Jetzt sind wir wieder hier? Gibt's da kein Autosave? Und den Anzug haben wir auch nicht? Hä? Okay. Was ist das denn für eine Nummer? Okay, da muss ich zwischendurch, wenn ich den Anzug hole, da mal speichern. Aber normalerweise sind die Autosaves hier etwas eleganter, finde ich. So. Dann werden wir das mal so tun. Und dann holen wir vielleicht auch noch ein Medikit zusätzlich. So, dann holen wir uns nochmal den Anzug. Das ist aber ein merkwürdiger Speicherpunkt. Naja, vielleicht. Ja, vielleicht weil der Raum so groß ist und er nicht weiß, wo. Aber ich dachte vielleicht nach der Aktivierung der Markerbergung vielleicht, hätte ich gedacht. Aber gut, dann weiß er auch nicht vielleicht, welche Gegner man schon gekillt hat von oben, so wie wir den einen Sacktypen erledigt haben. Keine Ahnung. Ich muss einfach schneller sein. Ja. So. Und dann kann ich nämlich eigentlich auch unten schnell den Knotenpunkt holen und wieder hochfahren. Das geht nämlich auch. Wir haben ja unten noch einen Knotenpunkt gefunden. Können wir nicht machen. Ne? Den Plasma-Cutter können wir auch ruhig weiter benutzen, bis der leer ist. Alter, jetzt kommt hier auch einer. Boah. So. Der kam vorhin nicht. Nochmal kurz gucken. Das wollte ich ja eigentlich machen mit den Wummen. Also Energiekanone ist gut, den Flammenwerfer brauchen wir sowieso. Dann haben wir hier noch die Laserkanone. Und hier haben wir die Energiekanone. Oh, die ist aber auch schon sehr leer. Das heißt, dann bleibe ich hier erstmal beim Plasma-Cutter. So, dann haben wir aber ein paar Tiefer. Okay, so, das ist natürlich Munitionsverschwendung. Ich wollte das eigentlich machen. Speichern, ja, können wir. Alter! Können wir machen. Jetzt hat er gemerkt, dass wir einmal draufgegangen sind. Jetzt will er uns aber auch fordern hier, glaube ich. Egal. Aber gucken, vielleicht speichere ich gleich nochmal, wenn wir die Sachen geholt haben. Muss ich den Peng-Schatz jetzt auch nochmal holen? Weil ich ja den sogar eigentlich noch verkaufen könnte, dann hier drüben. Wenn man uns wieder hochlässt, natürlich. Ich rüste jetzt extra nicht aus. Habe ich den Fregel da hinten vergessen gerade. Aber da ist er doch. Wo kam der andere? Noch nicht gut. So, der ist auch was dabei. Dann loopen wir erstmal die Schränke. Ach genau, da war er, ne? Waffen-Upgrade, genau, das haben wir nämlich dann auch noch. Das können wir hier wegballern. Ach komm, dann holen wir eben da hinten die Sachen auch noch. Und dann fahren wir erstmal wieder hoch zur Werkbank, ne? Wir holen erstmal alle Sachen. Hat doch da irgendwas gehört? Ja, diese ganzen Stase-Dinger, die sind irgendwo ganz praktisch, auch hier in dem Level. Haben wir das da auch noch? Ja. Irgendwo ganz sinnvoll.
um die im Kampf mit einzubinden halt. Na komm! So, das nochmal Plasma-Energie. Laserkanone, auch sehr nice, weil ziemlich kräftig. Eben mal nachladen. Ja, nochmal Plasma-Energie. Plasma-Waffe haben wir mittlerweile sehr gut aufgerüstet. Nochmal Plasma, sehr gut. Goldhalbleiter, da können wir uns ja auch noch ein bisschen was kaufen. Ich weiß aber gar nicht was, vielleicht nochmal einen Knoten oder so. Knotenpunkt. Wir looten erstmal alles. Die Energiekanone, können wir die noch nachladen? Nein, ne? Die sind soweit voll. Was haben wir denn jetzt für die Energie? Nicht Laser, das war die Laser für die Energiekanone hier. Mal gucken. Ne, nur 4. Das ist mir zu wenig, um die jetzt einzusetzen.